Sind es eigentlich die zwei einzigen Dinger, wo wir uns hier aufhalten? Ich dachte, das würde hier noch weitergehen. Kann ich vielleicht die Katze kleben? Klebt die Katze. Zwecklos. Nö. Zwecklos. Schade. Zwecklos. Geht auch nicht. Kann ich Und die. dann? Aha, damit Das geht mache ich vielleicht sogar nicht. was. So macht es nicht. Jetzt gehen wir mal in die Bar. Mal gucken, ob wir da irgendwas ankleben können. Wir haben ja immer noch kein. Ha. Schwierig. Schwierig. Zwecklos. Und die Mutti? Halt. Komm, geh mal da hin. Das ist Ulla. Das ist Ulla. Gib Ulla die Kleberolle. Und Kaffeekasse. dann? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nö, sagt er. Nö. Irgendwas muss man doch Schwierig. festkleben können. Und dann? Schwierig. Und dann. Schwierig. Okay, das geht alles nicht. Was mache ich denn mit dem Kittel? Das ist un. Ulla. Ja. Das Ulla passt kriegt den nicht. Kittel. Nein, die Ulla kriegt den Kittel. Die Ulla! Mann, Hallo, du Schankmann. Trulla. Hallo, Schätzchen. Ah, Schau mal da. schau Was? mal. Der Inspektor vom Gesundheitsamt, die Jungs von den blutgetränkten Waschlappen. Ein gut aussehender Mann im Ein heiratsfähigen gut Alter. aussehender Mann im heiratsfähigen Alter. Wo, wo? Ich glaube, das ist das, was die Ulla am meisten interessiert. Jetzt holen wir uns schnell die Münzen. Hätte das vorhin schon funktioniert? Ich glaube, ich bin echt zu schlecht dafür. Oder wollen wir lieber telefonieren? Telefonieren oder Jukebox? Ah, ich habe keine Ahnung. Mickey come back home. Unapproachable girl. Acheronian soul domination. Unapproachable girl. Haben wir jetzt noch Geld? Ja, wir haben noch Geld, Gott sei Dank. Können wir telefonieren mit irgendjemandem? Ja. Oh. Rufen wir mal die Polizei an. Wir haben noch keine Telefonnummern. Sie sind mit dem automatischen Anrufbeantworter der Rettungsleitstelle verbunden. Notfälle tun sich nach dem Pfeifton melden. Hallo? Notfall. Ah. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Okay. Wie komme ich hier wieder raus? Ah ja, hier. Ist jetzt mein Kleingeld weg? Nee. Ulla! Ich habe deine Hallo, Schankmal. Jukebox Hallo, repariert. Schätzchen. Schau mal da, das Schau geht ja mal sogar da. nochmal. Was? Der Inspektor Der vom Inspektor. Gesundheitsamt. Wo, wo? Und jetzt kann ich mir nochmal Geld holen, oder was? Tatsächlich. Das funktioniert jetzt anscheinend immer. Okay, dann machen wir nochmal ein anderes Lied. Vielleicht hatte das jetzt irgendwas mit dem Lied zu tun. Das ist irgendwie jetzt nicht so. Aber was ist da? Aha, es passiert was? Was willst du, Ist Junge? der eklig. Entschuldigung, Ist der ich muss eklig. da raus. Sie müssen Ihren Wagen wegfahren. Ei, Chef. Ich muss nur. Sie fahren heute nirgendwo mehr hin, Herzchen. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen? Oder vielleicht kann sie Ihre Frau abholen. Beate? Ja, Oh, die klar. Beate. Geh Die es zum schimpft, wenn die Telefon, den so Junge. sieht. Ich sag dir die Okay. Nummer. Die Nummer ist Achtung. 0 Null. oder 5. Oh. Ich hab keine Na Ahnung, wie die toll. Nummer ist. Ich hab meine Nummer vergessen. Wie komme ich Du jetzt bist ja. nach Hause? Denk nach. Ich weiß nur noch, Ach Gott, dass der arme der Gordo. Arzt mir diesen bescheuerten Merksatz beigebracht hat. Oh Gott, Zwei Achtung jetzt. Spinnen fahren um Mitternacht
Achterbahn. 2128. Aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. 2128. 2128. 2128. 2128. 2128. 2128. Oder? Oder 208. Beate? Beate! Spricht Elke? Ist Herr Will zufällig Elke? Bei Ihnen? Dermich ist sein Vorname. Kleinen Moment bitte. What? Entschuldigen Sie, ist hier zufällig ein Herr Dermich Will? Okay, es war falsch. Shit. Dann 2. Was hat er jetzt gesagt? 2 Spinnen. 2 Spinnen waren es doch, oder? Spinnen haben 8 Beine. Gehen um Mitternacht. Achterbahn fahren. Ey. Achterbahn muss ich noch wählen. Hi. Hier ist der gemeinsame Anschluss von Markus und Steffi. Wahrscheinlich kuscheln wir gerade auf der Couch und gehen deshalb nicht ans Telefon. Hinterlass uns einfach widerlich. Eine Nachricht nach dem Piep. Tschüssing. Igitt. Oh, Pfiffing. Nochmal, 2 Spinnen gehen um Mitternacht Achterbahn fahren. Hallo? Hallo? Beate? Rüdiger? Ich hab dir gesagt, ruf nie wieder bei mir an. Auch nicht. Ich muss den Satz nochmal hören. 2 Spinnen. Zwei Spinnen. Gehen um Mitternacht. 2 Spinnen. 2, 8. 2 Spinnen gehen um Mitternacht. Achterbahn. Jetzt hatten wir doch schon. Ah, Mist. Ich muss den Satz nochmal hören. Ja, Braun am Apparat? Hier spricht Super Gordo. Wissen Sie, was wirklich super wäre? Was denn? Wenn Sie aufhören würden, mich zu belästigen. dich hatten wir doch noch gar nicht angerufen, du Spunk. Okay, jetzt müssen wir nochmal kurz auflegen hier. Und nochmal zum Büro, Hengst. Sag mir nochmal deine Nummer. 2 Spinnen fahren um Mitternacht Achterbahn. Meine Frau, dieses verrückte Luder. 2 Spinnen fahren um Mitternacht Achterbahn. 2 Spinnen. Warte mal, 2 Spinnen sind 16 Beine. 16 Beine fahren um Mitternacht Achterbahn. Oh. Café Culotte, hier spricht Elke. Oh, da waren wir auch schon. Ist Herr Will Elke. Zufällig bei Ihnen? Dermich ist sein Vorname. Ja, bla bla. Nee, das findet er auch noch lustig. Okay, nochmal. 2 Spinnen. 2 Spinnen. 2 Spinnen fahren um Mitternacht Achterbahn. Hatten wir das schon? Oder warte mal, 2 Spinnen sind 16 Beine. Fahren um Mitternacht. Oder ist Mitternacht vielleicht 24? Ach Gott, bin ich blöd. Machen wir gleich nochmal. Ja komm, das ist der widerlichste Ansagenspruch ever. Ich bin ja auch doof, nochmal. 2 Spinnen fahren um Mitternacht Achterbahn. Komm schon. Beate. Hallo? Ja? Hallo? Ach, es ist auch nicht die Beate. Rüdiger? Rüdiger ruft nicht mehr an. Ach, Mist. Also auch nicht das. 2 Spinnen fahren um Mitternacht Achterbahn. 2 Spinnen. 2 Spinnen sind 16 Beine um Mitternacht. Ich bin überfragt. Ja, es ist wieder der Rüdiger. Oh, hier spricht Braun. Super. Wissen Sie, was denn? Wenn Sie aufhören würden, mich zu bitten. Ja, ja, Super Gordo. Okay, 2 Spinnen. 2 Spinnen. 2 Spinnen. Spinnen, 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 Spinnen. Fahren um Mitternacht Achterbahn. 2 Spinnen. 2x8? 2x8 Beine? Wieso Spinnen? Es muss ja irgendwas... Wieso denn Spinnen? Wieso fahren Spinnen Achterbahn? 2 Spinnen.
Fahren um Mitternacht Achterbahn. Zwei Spinnen. Oder sind die Spinnen egal? Aber Mitternacht kann ja nur 12, 24 oder 00 sein. Das haben wir alles ausprobiert. Zwei Spinnen sind 16 Beine. Aber das haben wir ja auch schon alles ausprobiert. Weiß nicht, ob das was mit den Beinen zu tun hat. Zwei Spinnen fahren um Mitternacht Achterbahn. Zwei Spinnen fahren um Mitternacht Achterbahn. Hatten wir das schon so? Ich weiß es nicht. Mein Hund läuft hier gerade rum. Hallo. Ja! Super, Gordo. Können Sie vorbeikommen und Ihren Mann abholen? Ja, sag ja, Beate. Was ist mit Dieter? Er hat ziemlich viel getrunken. Und jetzt müssen Sie den Wagen abholen, damit ich meine Brüder retten kann. Ist der schon wieder in dieser Kneipe? Der kann was erleben. Ich komme jawohl, sofort. Beate. Wiederhören. Da gibt's voll auf die Nuss. Also, wir haben jetzt 2808 gewählt, weil zwei Spinnen haben 8 Beine, fahren um 0 Uhr Achterbahn. Verstehst du? So hat's funktioniert. Oh, die ist aber schnell. Meine Frau kommt, um mich zu retten. Der Dieter freut sich noch. Du bist die Beste. Ja, ja. Morgen nicht mehr. Ja, ja. Dieter, gib mir deine Hand. Du glaubst, ich sag das nur, weil ich betrunken bin. Ja, aber ich liebe dich. Gib mir einen Kuss. Komm jetzt mit. Oh Gott. Ich muss am Ohr wird er rausgeschleift. Affen verabschieden. Nein, Dieter, wir gehen jetzt. Tschüss, kleines Äffchen. Tschüss, Dieter. Wie alt bist du denn? Benimmst dich wie ein Halbstarter. Setz dich ins Auto und schneid dich an. Tschüss. Jetzt haben sie hundertprozentig halt das andere Auto. Nicht das Auto, das jetzt weg sein soll. Ja, hier, ich kann gerade nichts machen. Mein Tee ist alle. Jetzt kann ich hier wieder raus. Kling, klonk. Oh, er hat seine Brille vergessen. Und wir sind jetzt, kann ich die jetzt mitnehmen, jetzt wo er sie vergessen hat? Jawohl. Sehr gut. Und wenn ich jetzt hier mit Hallo, Schätzchen. Ich möchte einen Drink bestellen. Hast du meine Brüder gesehen? Schau mal da. Tschüss, Ulla. Wir brauchen die Ulla gerade nicht mehr. Jetzt gehen wir mal raus und gucken mal, ob das Auto weg ist. Ja. Hinterhof. Ja. Da ist er. Der Berliner. Halunke. Ja. Sackkarren. Kistenstapel. Ja. Die Kisten sind mit roten X markiert. Ist so klug, der Gordo. Zugenagelt. Zugenagelt. Die denn? Ja. Ah, die ist nicht zugenagelt. Und jetzt? Ja. Ham? Sam? Seid ihr da drin? Keine Angst, ich werde euch rausholen. Ah! Jetzt ist er reingefallen, der Idiot. Jetzt sind wir die Kiste gefallen. Ich habe hier noch gar nicht alles abgecheckt. Ah! Oh Gott, Gordo, was ist passiert? Ich hatte da noch nicht alles abgecheckt. Hoffentlich haben wir da jetzt nicht was vergessen. Was? Ha, gelbe Augen. Katzen! Katze! Katze, Katze! Oh Gott, jetzt ist er genervt, der arme Gordo. Miau! Och, schüss, miau, miau. Jetzt wollen sie dem Gordo wahrscheinlich auch das Fell abziehen. Oh Gott, da ist ja die Dröge auf ihrem Segway. Blumenstingel. Ich habe meine Zeit nicht geschenkt. Das ist die letzte Kiste. Was wollen Sie nur mit so viel Katzenfell? Es handelt sich um eine wichtige Komponente meines aktuellen Projekts. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ach schon Gott. Gut. Ziemlich kalt draußen. Was macht der denn? Sparen Sie sich den Smalltalk. Ich bin keine Ihrer senilen Kundinnen, die so allein sind, dass sie zum Reden zum Friseur gehen. Friseur, der die Katzen schert. Er könnte wesentlich besser sein, wenn ein gewisser Möchtegern-Haarkünstler sich etwas beeilen würde. Schon verstanden. Sie wollen mich provozieren. Aber ein echter Mann lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ich bin ein echter Mann. Schließlich war ich beim Bundesheer. Machen Sie einfach das, wofür ich Sie bezahle. Beim Bundesheer habe ich... Was für ein hässliches Kätzchen.
Was hast du hier zu suchen? Oh Gott, haben wir jetzt verloren? Ich bin gekommen, um meine Brüder zu befreien. Liefern Sie sie freiwillig aus, oder muss ich? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst in deinem Käfig bleiben? Du lässt mir oh Gott, haben wir jetzt oder? Verloren? Blumstengel. Ja, Frau Doktor. Beseitigen Sie diesen Unruhestifter. Ich kann kein Risiko eingehen. Zu Befehl, Frau Doktor. Oh Gott,